Ganz zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum ersten Video zur Bundesliga-Saison 2016-2017. Wir sind am Start und ihr seht schon, es ist kein normaler Hintergrund, es ist nicht Max vor der Kamera, nein, es ist footballstars.com. Die Seite könnte der ein oder andere von euch schon kennen, ist ja durch Schlappi während der EM ein bisschen auf YouTube rumgekommen und jetzt gibt es diese Seite auch auf meinem Kanal zu bewundern und ich werde euch gleich erklären, was wir hier im Laufe der kompletten Saison über machen werden. Zunächst einmal, wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, checkt die Links in der Videobeschreibung aus, schreibt einen Kommentar gerne, wie es euch gefallen hat, was ihr verbessern würdet und so weiter und so fort, würde ich mich tierisch drüber freuen und wenn ihr mitmachen wollt, gegen mich antreten wollt, dann schaut in die Videobeschreibung, da ist ein Link zu footballstars.com, da könnt ihr euch anmelden und gegen mich indirekt in den Challenges antreten oder direkt im Manager-Mode mit mir in einer Liga antreten. Diese Liga, die ist begrenzt. Es sind 18 freie Plätze, beziehungsweise 17 freie Plätze, weil einer ist von mir belegt. Das heißt, die ersten 17, die sich anmelden, können dieses Manager-Spiel gegen mich spielen und die anderen, ja, die sind leider zu spät gekommen, können aber auch den Challenge-Mode machen. Dazu gleich ein bisschen mehr. Den Manager-Mode, da müssen sich diejenigen selber reinfuchsen. Wir reden hier in diesen Videos immer nur über die Challenges und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, denn zunächst einmal gibt es die Frage des Tages und ich denke, dass ich ein Fußballfachmann bin und deswegen gehen wir mal hier auf Spiel starten. Wir bekommen eine Frage gestellt und seit welcher Saison ist Arsène Wenger Trainer des FC Arsenal? Ich bin ehrlich, ich weiß es nicht. Ich glaube aber 98, 99. Es könnte auch 96, 97 sein. Wahrscheinlich werde ich mich jetzt direkt mal komplett blamieren. Ich habe mich komplett blamiert. Es war anscheinend nichts davon. Naja, ich kann auf jeden Fall für 5 Coins das Ganze jetzt nochmal versuchen oder morgen wieder neu anfangen. Das heißt, den 10.000 Bonus habe ich jetzt hier erstmal verkackt. Naja, was willst du machen? Egal, wir sind hier im Challenge-Mode, ihr könnt es schon sehen und hier haben wir einen wunderbaren Aufbau der Seite. Es gibt verschiedene Challenges, in denen wir antreten können und ich werde euch heute 2 präsentieren und meine Aufstellungen dafür sagen. Man hat hier die Möglichkeit, in verschiedenen Ligen anzutreten, beispielsweise ist die Bundesliga dabei, die Primera Division, wie ihr hier schon sehen könnt, oder auch die Premier League, das heißt die englische Liga. Ja, ihr seht hier die verschiedenen Challenges, es gibt immer eine Teilnahmegebühr. Die Teilnahmegebühr sind beispielsweise 50 Coins, die seht ihr oben hier. Dann gibt es ein Preisgeld, das seht ihr auch hier in Coins eingeben, das ist in diesem Fall beispielsweise 400. Und warum zeige ich auf die Stunde des Otto-Normalverbrauchers? Ganz einfach, weil wir uns dieser Challenge gleich widmen werden. Ich muss übrigens noch dazu sagen, ich bin ja gerade noch auf Malta, für die, die es nicht wissen. Dementsprechend ist die Qualität noch nicht 100% on fleek, aber das wird sich natürlich beim nächsten Spieltag ändern, denn ihr wisst es, eventuell ist es erstmal Länderspielpause. Und danach gibt es den zweiten Spieltag, da gibt es dann das zweite Video von mir, beziehungsweise nein, denn ich mache auch was zur Premier League, das heißt, im dritten Video spätestens gibt es dann tatsächlich auch eine Webcam dazu und die Qualität ist wieder perfekt, also macht euch da gar keine Gedanken und verurteilt mich nicht, ich kann nichts dafür, dass dieser Raum heilt. Naja, wie auch immer. So, also, wenn ihr mitmachen wollt, Videobeschreibung ist der Link dazu und ich würde sagen, wir schnacken nicht länger drum, sondern gehen hier einfach mal auf Teilnehmen, die Stunde des Otto-Normalverbrauchers und gucken uns mal an, was das hier für eine Challenge ist. Es wird hier mal nochmal alles beschrieben, hier sehen wir den Spieltag, das ist ja der Samstag zusammen mit dem Sonntag und dem Freitag. Das sind alle Spiele der Bundesliga. Und ich darf ein Team zusammenstellen, das mehr Punkte als meine Gegner sammelt. Die Gegner werden zufällig ausgelost. Ja, das heißt, ihr könnt nicht direkt gegen mich spielen. Aber natürlich könnt ihr euch mit mir vergleichen, gar keine Frage. Es wird nach Ablauf dieser Challenge, ihr seht hier eventuell, es sind noch vier Stunden und 20 Minuten, bis diese Challenge startet. Also logischerweise zum Anfang der Bundesliga-Saison, zum Anpfiff des Spiels zwischen Bayern und Werder Bremen. Und dann werden 10 Leute random zusammengewürfelt und derjenige, der von denen am besten ist, hat die Challenge gewonnen. Dementsprechend kann ich dann hier jetzt als Preis 200 ist garantiert und maximal sind 400. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Eigentlich muss ich ja auch 50 einsetzen. Das werden wir aber machen. Es gibt noch ein paar Restriktionen. Spieler mit einem Marktwert von weniger als 4 Millionen Euro. Das Budget sind 35 Millionen und dementsprechend sollte das eigentlich ganz gut möglich sein. Wir sehen hier nochmal die Spiele im Überblick. Da hat man nochmal direkt die Möglichkeit zu gucken, wen sollte ich aufstellen, wer spielt eventuell gegen Bayern und wird dementsprechend kein so gutes Spiel haben. Aber ich würde sagen, learning by doing. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal rein. Ich bin über 18 Jahre alt. Das müsst ihr auch hier bestätigen einmal. Und dann würde ich sagen, geht es los. Ja, es lädt ein bisschen länger, das Internet ist ja auch nicht so super. Und dann haben wir es hier. Formation darf ich mir auswählen und das mache ich auch direkt mal. Da normalerweise in meinen Augen Mittelfeldspieler und Stürmer mehr Punkte generieren als Verteidiger, werden wir 3-4-3 spielen. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit dem Torwart. Wir sehen hier unten die Spiele. Ups, das war jetzt ein bisschen falsch. Wir sehen hier unten nochmal die Spiele auch aufgelistet. Und ich habe mich jetzt erstmal entschieden dafür, dass ich im Tor einen Spieler aufstelle, der, ich denke mal, den meisten von euch sehr gut bekannt sein dürfte. Und zwar ist das einer
einer, der bei einem bestimmten YouTuber, ich möchte seinen Namen jetzt hier gerade nicht nennen, sehr beliebt ist und ich bin hier lustigerweise gerade mit der Maus drauf. Er war direkt angezeigt, das ist wunderbar. Es handelt sich um Jan Sommer. Das wird mein Torwart sein. Er spielt gegen Leverkusen, das heißt, es ist eine sehr schwere Aufgabe, aber ich denke mal, ganz ehrlich gesagt, dass Borussia Mönchengladbach gegen Leverkusen unentschieden spielen würde am ersten Spieltag. Leverkusen hat einen extrem starken Kader, wird aus allen Rohren feuern und ich denke mal, da wird Sommer auf jeden Fall genug Gelegenheiten haben, sich auszuzeichnen und dementsprechend auch einige Punkte sammeln. Das ist zumindest meine Hoffnung dabei. Gehen wir mal in die Verteidigung, würde ich sagen. Und da ist natürlich relativ schwierig zu sagen, ja, wen sollte man da nehmen? Wir haben hier, ihr seht, alle möglichen Spieler aus der Bundesliga, die einen Marktwert von unter 4 Millionen haben. Und den ersten, den ich da reinstellen möchte, ist wieder ein Gladbacher und zwar Christensen. Denn von dem bin ich sehr, sehr überzeugt, wie einige von euch wissen dürften. Und dementsprechend denke ich, dass er ein gutes Spiel machen wird gegen Leverkusen. Vielleicht das größte Bundesliga-Talent in der Innenverteidigung mit Jonathan Tah. Deswegen glaube ich, er wird seine Punkte definitiv machen. Wir scrollen weiter runter, dann kommen wir hier beispielsweise auch bei der Hertha an, aber das ist, naja, jetzt nicht ein Verein, den ich unbedingt so toll einschätze am ersten Spieltag, spielen gegen Freiburg. Ich gehe davon aus, dass dieses Spiel unentschieden ausgehen wird tatsächlich, mit 0:0. Ich glaube, da wird nicht viel passieren und dementsprechend möchte ich lieber einen Freiburger in die Innenverteidigung stellen, weil ich schon glaube, dass Hertha die Initiative übernehmen wird, aber dass Freiburg nochmal ein bisschen, ja, defensiv stärker stehen wird als die Herthaner, was einfach daran liegt, dass sie mehr zu tun haben. Und da habe ich mich jetzt bisher zumindest für Söyüncü entschieden, muss jetzt aber mal ganz kurz nachgucken, ob ich da lieber wen anders reinstelle, Muica beispielsweise oder auch einen Föhrenbach, naja, Föhrenbach wird eher nicht spielen, Günther, ich glaube, ich entscheide mich mal für Günther, weil der ist, soweit ich weiß, Außenverteidiger, das heißt, er kann auch mal ein bisschen mehr Punkte theoretisch im Offensivspiel auch sammeln. So, dann haben wir das, denke ich mal, schon mal ganz gut gemacht, wir sehen hier noch die anderen Spiele und auch da möchte ich direkt nochmal einen aufstellen und zwar gehen wir nochmal auf einen der Top-Vereine und zwar auf den FC Bayern München und da möchte ich Rafinha aufstellen, ich weiß nicht, ob er spielt, ich hoffe es aber und deswegen werde ich ihn da reinpacken. Bayern spielt ja gegen Bremen und ich denke mal, das wird eine sehr einseitige Geschichte. Bremen hat sich ja schon gegen Lotte nicht so toll geschlagen und dementsprechend glaube ich, dass es gegen den Rekordmeister auch nicht viel besser wird. Da tippe ich übrigens ein 5:0 für den FC Bayern München. Deswegen Rafinha. Ich muss mich übrigens ein bisschen sputen hier, weil wir wollen das ja nicht zu lange alles machen. Ich denke mal, dass Joshua Kimmich nicht von Anfang an spielen wird. Ich möchte aber auch gar keinen Spieler von Bayern mehr da reintun, sondern lieber einen von Borussia Dortmund. Allerdings sehe ich hier gerade, der, den ich reinstelle, wollte, der ist leider Gottes überhaupt nicht available. Das wäre nämlich Dembélé gewesen, aber der hat anscheinend einen Marktwert von über 4 Millionen und deswegen lasse ich das Ganze einfach mal sein. Gehen wir zum Hamburger SV. Da möchte ich gerne Halilovic aufstellen, denn der hat mir schon sehr gut gefallen im Pokalspiel und ich denke mal, der wird auch gegen Ingolstadt sich gut präsentieren. Ich glaube, das Spiel wird übrigens unentschieden ausgehen zwischen diesen beiden Vereinen und deswegen möchte ich auch noch Pascal Groß aufstellen. Ich glaube nämlich auch, dass der ein gutes Spiel machen wird. Wir haben jetzt übrigens noch 17 Millionen für 5 Spiele, also wir sollten locker hinkommen. Bin mal gespannt, wie das laufen wird. Dann haben wir das noch, das Kommerzduell zwischen Hoffenheim und RB Leipzig und auch aus diesem Spiel würde ich, glaube ich, gerne jemanden aufstellen aus dem Mittelfeld, allerdings von der TSG 1899 Hoffenheim und zwar Lukas Rupp. Der hat mich in der letzten Saison ziemlich überzeugt beim VfB Stuttgart. Ich weiß nicht, ob er spielen wird. Ich vermute es allerdings und der war mit so ein bisschen der Beste bei den Stuttgartern, war immer ein Aktivposten, ist Allrounder, ist vorne, ist hinten und kann dementsprechend gut Punkte sammeln. Deswegen stelle ich den hier auf und dann schauen wir nochmal zum FC Schalke 04, denn die spielen gegen Frankfurt und da tippe ich ein 2:0 für die Schalker und ich glaube, es ist relativ schwer, hier sich einen rauszusuchen, weil die Spieler doch relativ teuer sind anscheinend. Warte mal, kann ich überhaupt runterscrollen? Nein, kann ich nicht. Okay, da sind schon alle. Und Alessandro Schöpf, nee, den möchte ich nicht so gerne aufstellen. Was haben wir denn hier vielleicht noch bei Wolfsburg was? Vierinha ist verletzt. Kuba. Ich glaube, Kuba stelle ich da nochmal auf. Gegen wen spielt Wolfsburg nochmal? Gegen Augsburg. Ja, ist ein bisschen riskant. Wobei, nein, ich werde die Davi aufstellen. Ja, der hat ja bei Stuttgart auch überzeugend gespielt. Ich mache hier bei den Stuttgart-Transfers noch ins Mittelfeld rein. Ich denke mal, als Zehner kann der auch ganz gut Punkte sammeln, hoffe ich zumindest. Jetzt kommen wir zu den Stürmern. Wie viel Budget haben wir noch? Wir haben noch 12 Millionen. Das heißt, wir können die teuersten Spieler theoretisch damit reinnehmen. Und deswegen gehen wir mal einfach durch. Salomon Kalou. Die Hertha spielt gegen, wen war das nochmal? Gegen Freiburg, das hatten wir schon. Sinan Kurt. Ich glaube, dass ich das lieber nicht mache, weil ich da ja auch 0:0 getippt habe. Von wo packe ich einen Stürmer rein? Ich weiß es schon. Und zwar einmal vom 1. FC Köln. Das geht jetzt hier gerade nicht mit der Maus, das ist natürlich ein bisschen beschissen. Bald habe ich übrigens auch eine Maus wieder richtig. Und daher macht ihr da keine Sorgen. Ach Mensch, der ist auch schon wieder ein bisschen zu teuer. Ja, natürlich jetzt blöd. Ich denke mal, ihr könntet. Ach, der Mbappé ist hier. Ja, sehr schön. Ich glaube, da wird eingewechselt. Deswegen packe ich den mal in den Sturm mit rein. Ich wollte jetzt natürlich hier von Köln Modest nehmen, aber dass der jetzt nicht geht, ist natürlich ein bisschen suboptimal. Bobby Wood könnte man auch nehmen. Ich glaube allerdings nicht, dass die so klasse spielen. Weil Öztunali ist jetzt gerade gewechselt, das heißt, der wird nicht mehr spielen. Kiesling ist verletzt, soweit ich das weiß. Aber Mo Hartmann ist nicht verletzt und der spielt auch gegen Hamburg. Und dementsprechend, da das ein ausgeglichenes Duell sein wird, packe ich den noch rein. Und dazu noch Marcel Sabitzer.
denn ich glaube, auch der wird eine ganz gute Leistung bringen. Der Einzige, bei dem ich jetzt nochmal überlegen möchte, ist eigentlich Dembélé, weil ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob der spielen wird und ob der so gut spielen wird. Wie teuer ist Petersen? Petersen kostet 3 Millionen. Aber ich habe ja gesagt, der spielt 0-0, also wahrscheinlich wird er keine Punkte sammeln. Das ist dann ein bisschen suboptimal, wenn ich den da reinstellen würde. Choupo-Moting, komm, der spielt immer gut. Den packen wir dann da rein. So, das sieht, denke ich, mal relativ solide aus. Das ist meine 11. Ich bin gespannt. 5 Millionen hätte ich noch ein Restbudget, aber die brauche ich gar nicht. Und von daher, ja, bin ich mal gespannt, was da so passieren wird. Oder kann ich vielleicht noch irgendeinen besseren Verteidiger reinnehmen? Wie sieht denn das hier aus? Abwehr, Park, Subotic, Bartra. Bartra wird spielen. Komm, packen wir mal Bartra für Rafinha rein. Aber wir sind ja mal auf der sicheren Seite. Jetzt ist Bartra mit dem Bild von Rafinha. Aber egal. So, das ist auf jeden Fall schon mal meine Bundesliga-Aufstellung. Die sieht, denke ich mal, gar nicht so schlecht aus. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Stellt eure eigenen auf und eventuell steht da am Ende besser. Da ihr könnt mir dann auch gerne beim nächsten Video, das ich zu Football Stars mache, das wird dann logischerweise die Besprechung sein von diesem Spieltag. Da könnt ihr mir dann gerne eure Punktzahl in die Kommentare schreiben. Dann können wir da ein bisschen diskutieren. Ich habe jetzt hier gerade ein bisschen Internetprobleme. Eine Sekunde mal eben. So, da sind wir wieder und wir wollen auch bei der zweiten Challenge mitmachen und das ist einer aus der Premier League dieses Mal und zwar die Besten der Besten. Die Premier League ist ja schon ein bisschen weiter drin in der Saison als die Bundesliga, aber auch hier ist die Teilnahmegebühr wieder 50. 6 Spieler pro Mannschaft darf ich ausstellen, ich habe 50 Millionen Budget und ich kann 320 maximal gewinnen. Auch da werden wir natürlich teilnehmen und dann schauen wir doch, würde ich sagen, einfach mal, was ich hier so erreichen kann. Ich bin natürlich gespannt, ob ich denn überhaupt hier irgendwie was Vernünftiges auf der Kette bekomme. Formation mache ich wieder 3-4-3, einfach weil ich es kann und ja, ich habe 50 Millionen, ich kann nicht unbedingt jeden Spieler berücksichtigen, aber ich habe das Gefühl, es wäre keine schlechte Idee, wenn ich einen Aguero oder Ibrahimovic in den Sturm stellen würde, denn der macht, denke ich mal, schon viele Punkte. Nolito wird, glaube ich, nicht von Anfang an spielen, wobei er wird noch von Anfang an spielt. Letztes Mal hat er als Joker ja Tore gemacht, genauso wie Iheanacho, der hat vorbereitet, aber ja, ich werde das mal ganz kurz machen und erzähle euch gleich, warum ich wen ausgewählt habe. So, Freunde, da sind wir wieder und das ist meine Elfe für diesen Spieltag. Wir haben im Tor Kaspar Schmeichel, davor dann John Stones, Virgil van Dijk, Bellerin, im Mittelfeld Mahrez, Alan Kanté und Yannick Bolasie und vorne Kun Agüero, Erik Lamela und Theo Walcott. Gegen wen spielen diese Vereine? Wir sehen es hier unten einmal. Kaspar Schmeichel spielt Leicester gegen Swansea. Ich denke mal, wird ein bisschen was auf dem Kasten bekommen, aber wird eine gute Partie abliefern. Bellerin, der eigentlich immer gut spielt, spielt gegen Watford. Dann haben wir Virgil van Dijk, den Abwehrchef von Southampton, der spielt gegen Sunderland. Das sind meine Augen vielleicht mit schwächste Team dieses Jahr. John Stones, der auch in seinem ersten neuen Spielen sehr gute Leistung gezeigt hat, spielt gegen West Ham United. Ist ein schwerer Gegner, aber ich glaube trotzdem, dass er eine gute Partie machen wird. Yannick Bolasie spielt mit Everton gegen Stoke City. Stoke City, von denen habe ich auch einen aufgestellt, und zwar Joe Allen, aber ich denke, dass auch der eine gute Partie machen wird. Dann haben wir noch im Mittelfeld Kanté. Auch der wird, ja, denke ich mal, eine gute Partie machen. Die spielen gegen Burnley und Chelsea scheint ja recht stark drauf zu sein momentan. Dann haben wir noch Riyad Mahrez. Auch der spielt, wie gerade angemerkt, gegen Swansea City. Und in der Sturmspitze vorne drin, das sehen wir jetzt hier, haben wir Sergio Kun Agüero, der wie gesagt gegen West Ham spielt, Walcott spielt gegen Watford und Lamela, der spielt gegen, wie wir sehen können, den FC Liverpool, aber Lamela war die letzte Woche so stark, dass ich glaube, dass er auch diesmal eine relativ gute Partie abliefern wird. Ich überlege gerade noch ganz, ganz ambitioniert, ob ich einen von Man United mit reinnehmen will. Das ist so ein bisschen die große Frage, die ich bei mir noch habe. Allerdings weiß ich noch nicht so wirklich, wen ich da reinnehmen wollen würde, weil Ibrahimovic ist zu teuer und Rooney, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so wirklich. Und mit meinem Sturm bin ich eigentlich auch zufrieden. Im Mittelfeld ist halt die große Frage. An sich könnte man Fellaini reinnehmen, man könnte Mkhitaryan reinnehmen, Herrera. Pogba ist einfach zu teuer, dementsprechend würde ich das nicht machen. Aber ich glaube tatsächlich, ich tausche mal den Joe Allen aus mit, wen kann ich denn mir da erlauben, 3,3 Millionen habe ich. Fellaini hätte ich eigentlich ehrlich gesagt sowieso genommen und ich glaube, das mache ich einfach auch mal. Der Baum da drin, ja, den nehmen wir und dann haben wir das nochmal ein bisschen geklärt, dann haben wir zumindest keinen Interessenkonflikt damit, dass ich einen von Everton und einen von Stoke aufstelle, die gegeneinander spielen. Ja. So, Freunde, so viel dazu. Nochmal kurz meine Tipps zur Premier League. Tottenham gewinnt 2-1 gegen Liverpool. Crystal Palace spielt 2-2 gegen Bournemouth. Southampton gewinnt 1-0 gegen Sunderland. Everton gewinnt 2-1 gegen Stoke. Chelsea gewinnt gegen den FC Burnley mit 3-0. Leicester City 2-0 gegen Swansea. Watford verliert 1-3 gegen Arsenal. Hull City verliert 0-1 gegen Manchester United. West Brom spielt 1-1 gegen Middlesbrough. Und City gewinnt 2-1 gegen West Ham. Wir kommen zur Bundesliga und da nochmal meine Tipps. Bayern München gewinnt gegen Bremen, wie gesagt, mit 5-0. Hamburg spielt gegen Ingolstadt 1-1. Dortmund gewinnt gegen Mainz mit 3-1. Frankfurt verliert gegen Schalke 0-2. Augsburg verliert gegen Wolfsburg 1-2. Köln gewinnt gegen Darmstadt mit 1-0. Borussia Mönchengladbach gegen Leverkusen 2-2. Hertha gegen Freiburg 0-0. Und Hoffenheim gegen Leipzig 1-1. Ich habe übrigens hier nochmal eine kleine Änderung vorgenommen. Und zwar habe ich Bittencourt für groß reingestellt.
Und sogar noch eine Änderung, und zwar André Hahn für Mo Hartmann in den Sturm gestellt. Ich weiß allerdings nicht, ob der überhaupt momentan fit ist, aber der war am Saisonende so krass, dass ich jetzt einfach mal auf Risiko gegangen bin. Das war's von der ersten Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne eure Aufstellungen in die Kommentare. Meldet euch gerne über den Link in der Videobeschreibung bei footballstars.com an. Da werdet ihr auf jeden Fall in dieser Saison einiges von mir zu hören bekommen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Auch die Social Media Accounts von den Jungs sind in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir reden dann am Dienstag wieder über die Geschehnisse der Bundesliga und der Premier League. Ich bin gespannt, ob ihr mich schlagen könnt. Die ersten 17, wie gesagt, können auch in der Liga mitspielen und ich freue mich darauf, mit euch da zu interagieren. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß an diesem Fußballwochenende. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.